Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge ist so viel passiert, dass ich das unmöglich zusammenfassen könnte. Ja, zuerst haben wir gegen Yggdrasil gekämpft, dann sind wir hier nach Altessas Haus gegangen, weil Colette zusammengebrochen ist wegen ihrer Krankheit. Ihr geht's übrigens jetzt viel besser. Und, dann kam John, hat gesagt, yo, hey, Kratz ist dein Vater und... Leute so, nein, das ist nicht wahr, nein. Und dann ist Mythos aufgetaucht und ja, der in Wirklichkeit Yggdrasil war und hat uns alle irgendwie fertig gemacht und alle waren entsetzt und ja. Wir müssen jetzt nach Flanoa. Das macht doch irgendwie alles Sinn, oder? Ja. Alles klar, dann weiß ich jetzt nicht. Ich würde so gerne ein paar optionale Sachen machen, aber ich weiß nicht, wann ich die angehen sollte. Ich kann mir ja schlecht forschen, dass ich das Ende so ein bisschen überrascht kommt. Da kommt bestimmt irgendwie so, weiß ich nicht. Da steht, was weiß ich, von der riesigen Tür und da steht irgendwie, möchten sie jetzt den finalen Kampf starten und so. Und wäre so, ja. Und dann kommt der finale Kampf oder irgendwie sowas. Aber so war es jedenfalls, so ähnlich war es in Tales of the Abyss. Deswegen hoffe ich, dass das auch. Oder in Graces. Und in, okay, in Scylla vielleicht nicht so, aber ist schon. Vor allem in meiner Synopsis steht auch gar nichts mehr so. Wir könnten ja Geld spenden an Luin, aber ich mache mir erstmal so ein bisschen weiter, dass wir uns beruhigt haben und so. Heißt der Quelle, da können wir vielleicht mal hingehen irgendwann. Ich werde das vielleicht mal angehen, wenn ich genau weiß, wir sind vorm letzten Kampf. Ich werde vielleicht mal auf die Karte gucken und gucken, wo er überhaupt ist. Denn in der Flanoa war. Aber ich bin Dings, ne? In nur hier in Silver. Titala bin ich, war. Der ist auf Flanoa, ja. Hier. Ja. Aber ein Eis ist, genau, stimmt ja. Was wollte das hier mit auf sich? Wer ist der Ort hier? Exile, okay. Muss ich aber bestimmt auch irgendwann mal hin, ne? Ja, an, wenn ich, weiß ich nicht, den Ort mal abgeklappert habe. Storymäßig. Wo ist denn das jetzt? Ah. Geht da lang, da müsste ich dann kommen. Ja, da ist es doch. Sehr schön. So, dann nach Flanoa zum Arzt. Ja, das stimmt ja, da gibt es ja irgendwo einen Arzt. Was zum... Achso. War der Dingens, der hier uns nach Silber bringt. So, ab nach Flanoa. Wo ist denn Zellos? Der spinnt doch. Warum muss er gerade jetzt abhauen? Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Gehen wir zuerst zum Arzt. Ich traue dem Typ nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Ein guter Arzt. Schikashi, doste mata konna toku ni shika isha ga inai nda yo. Ude o erabanakereba, isha wa oze iru yo. Dakedo, ano jūshou ja, tasukerareru isha wa kagirarete kichimau. Gata gata itte itemo hajimaran. Tonikaku isogu no da. Ah, wakatteru. Altessa-san, bushi de ite kure. Sind wir eigentlich alle voll geilt? Ja. Das hätte ich hier mal im Dingens mal nachgeguckt im Gasthaus. So. Wenn ihr alle Waffen gefunden habt, kommt bitte nach Flanoa zurück. Ja. Stimmt, die müssen wir ja auch noch finden. Irgendwann werde ich sowieso hier jedes einzelne Gebiet durchrennen. Und halt Zellos. Sie haben ja Ionis, eine merkwürdige Substanz eingeflößt. Wenn man damit den Ring des Paktes schmiert, schaffe ich das wirklich? Zellos, da bist du ja. So redest du mit dir selbst. Was? Leute, du stehst dran. Hier ist das Krankenhaus. Komm, beeilen wir uns. Okay, habe ich schon gesagt, dass ich den Typ nicht leiden kann. Nicht trauen kann. Der macht zu viele Andeutungen darauf, dass man ihn nicht trauen kann. Hey, Doktor. Herr Doktor, meine ich. Sieh mal einer an, Sheena. Ist schon eine Weile her. Wie steht's denn jetzt so? Es ist ein Notfall. Ein Bekannter von uns liegt im Sterben. Herrje, das hört sich ja nicht so an, als wäre alles ruhig und friedlich. Stehen Sie doch nicht rum und quatschen. Machen Sie sich fertig. Das kostet euch eine Kleinigkeit. Ich habe genug Geld. Wie können Sie in so einem Augenblick über Geld reden? Ich bin nicht die Wohlfahrt. Ich habe ein Geschäft. Sie bezahlen, was Sie wollen. Bitte beeilen Sie sich. Sie nutzen die Not anderer Leute aus. Na schön, Sie kriegen so viel, Sie wollen. Was verlangen Sie?
Einigen wir uns auf eine Zahlung bei Erfolg. Zuerst muss ich mir den Patienten ansehen. Spesen und Gefahrenzulage werden extra berechnet. Okay, egal. Dann gebt mir bitte einen Eskort. Also, die drei sehen mir geeignet aus. Wir nehmen deinen Rayard, okay? Ja, ja, schon gut. Dann warte ich ihn hier. Ja. Wer ist da? Herein. Na. Lloyd, habe ich dich geweckt? Da draußen schneit es. Ist er nicht dauernd am Schneien hier? Ich habe mich schon immer gewundert, warum es so kalt ist. Ja, es ist eiskalt. Du klingst ja richtig begeistert. Ja, ich meine, ich kann die Kälte tatsächlich spüren. Ich bin so glücklich. Ach ja, noch vor kurzem konntest du die Dinge ja gar nicht mehr fühlen. Mhm. Sag, Lloyd, wenn dir die Kälte nichts ausmacht, willst du einen kleinen Spaziergang mit mir machen? Klar. Klar. Schau mal, man kann doch mal die ganze Stadt sehen. Das ist so wunderschön. Mhm. Lloyd, erinnerst du dich, was Gradus gesagt hat? Was denn? Er hat gesagt, wir können die Exvers jederzeit wegwerfen. Aber im Moment müssen wir das Gewicht der Hoffnungen und der Träume dieser Opfer tragen und in ihren Namen kämpfen. Ach das? Das war, als wir gesehen haben, wie die Exvers in der Menschenfarm auf Zeroland herangestellt werden. Er hat deine Mutter gemeint, nicht wahr? Aber er arbeitet bereitwillig für den Typen, der schuld ist, dass meine Mutter zu einem Monster wurde. Das glaube ich nicht. Kratz hat uns immer wieder gerettet. Und dich hat er auch beschützt, Lloyd. Schon, aber... Also bin ich mir sicher, dass sowohl du als auch deine Mutter ihm etwas bedeuten. Er ist ein wunderbarer Vater, findest du nicht? Hast du mich deshalb hier mitgenommen, um mir das zu sagen? Ja, ich schätze deswegen auch. Danke, aber es ist schon okay. Ich bin gar nicht mehr so geschockt darüber, dass er mein Vater ist. Aber... Das Siegel von Origin? Tut mir leid, dass ich davon anfange. Aber wenn er all das Mann aus seinem Körper freigibt, könnte nicht mal er. Ich weiß, niemand weiß, ob er das überhaupt überleben wird. Und deshalb müssen wir einen Weg finden, Origin zu befreien, ohne dass Kratos dabei stirbt. Genauso wie du mich gerettet hast. Colette? Ich bin sicher, alle werden das verstehen, ja? Bitte? Danke, Colette, aber sieh es doch mal so. Kratos hat seine Gründe, mit Mythos gemeinsame Sache zu machen. Und ich möchte wissen, was diese Gründe sind. Alles andere muss bis dahin warten. Du wirst gehen, nicht wahr? Nach Deris Kalan. Ja, ich werde gehen. Nachdem wir morgen nach gesehen haben, wie es Altessa geht. Ich glaube nicht an die Vision von Mythos. Ich muss sie verhindern. Ich werde ihn bekämpfen. Kann ich ein bisschen näher kommen? Sicher. Ich möchte diese wunderschöne Landschaft nicht zerstört sehen, wie auf Silverround. Das werde ich verhindern. Dieses Mal werden wir die Welt beschützen, nicht wahr? Ja. Kennst du die siebente Zwergenregel? Es ist die, die du am meisten hast, oder? Das Gute und die Liebe werden immer siegen. Ich hoffe nur, dass das wirklich wahr ist. Machst du dir Sorgen? Dann hier, nimm das. Was ist das? Ein Talisman, ein Fornorschniase. Er soll Glück bringen. Ich habe den anderen vorhin einen für Altessa mitgegeben. Und der hier ist für dich? Danke. Lloyd, wir stehen alle hinter dir. Und mit dem Talisman wird schon alles gut gehen. Ja, du hast recht. Schneeaser halten. Okay. Ah ja. Aber jetzt sind wir im Gasthaus gewesen. Okay. So, macht mal hin, dann kommt mal wieder zurück. Gute Nachrichten. Wenn schlechte Nachrichten sind, will ich die gar nicht hören. Ach, da sind sie ja. Hey, wie geht's Altessa? Na, er hat's überlebt. So ein paar Typen aus Mitsuo hängen bei ihm rum und passen auf. Also, alles im grünen Bereich. Gut, ich muss mit euch allen reden. Die Welt wird sich nie verändern, wenn wir nur darauf warten, bis Kruxis den nächsten Zug macht, stimmt's? Dieses Mal werden wir also zuerst zuschlagen. Du
bist also endlich bereit. Wir werden Kruxis überfallen. Ja, ich habe zwei Ziele. Verhindern, dass Mythos seine neue Ära erläutert und Origin freisetzen. Aber was passiert mit Kratos, wenn du Origin freisetzt? Das weiß ich nicht. Aber wir wissen nicht sicher, ob er sterben wird. Außerdem wissen wir gar nicht, ob er es auf unsere Seite schlagen, ob er sich auf unsere Seite schlagen wird. Wir haben keine Zeit, uns über Dinge aufzuregen, die wir nicht sicher wissen. Was willst du denn bezüglich des ewigen Schwerts unternehmen? Selbst wenn du Origin Siegel brichst, kannst du es doch nicht führen, vergiss das nicht. Und ich bezweifle, dass Genis oder ich in der Lage wäre, mit einem Schwert umzugehen. Dann wird es langsam mal Zeit. Macht euch deswegen keinen Kopf, ich habe vorgesorgt. Was soll das denn heißen? Was glaubst du wohl, warum ich magische Schwerter handhaben kann? Ich habe magische Injektionen mit der neuesten Tetorla-Technologie erhalten. Anders ausgedrückt, ich bin ein Mensch mit Elfenblut in den Adern. Das sollte funktionieren, oder? Dann schätze ich, wir stehen vor dem endgültigen Kampf. Verstanden. Lass es uns zu Ende bringen. Zur Vereinigung der Welten. Ja. Auch ich werde mein Bestes geben. Colette, du musst hier bleiben. Was? Warum? Sie wollen dich als Martell schreien. Wir lassen dich von Mizu oder den Abtrünnigen verstecken. Wenn du das wirklich willst, dann nicht. Nein, ich komme mit. Aber... Aha, schon klar, du glaubst, du kannst sie nicht beschützen. Wie tragisch. Was hast du gesagt? Keine Angst, Colette. Ich, der große Zellos, schwöre, dich zu beschützen. Zellos? Nimm sie mit, Leute. Sie sind doch sowieso hinter ihr, ja, egal wo sie ist. Das solltest du doch allmählich wissen. Sein Mann, zeig ihr, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Wow, wir haben ausnahmsweise tatsächlich mal die gleiche Meinung. Entschuldige, Leute, aber in diesem Fall stimme ich Zellos zu. Na schön, Colette kommt mit, okay? Danke, Leute. Ich danke euch allen. Hat der Taler wirklich eine derartige Technologie? Allerdings, aus irgendeinem verrückten Grund ja. Okay, dann los. Lass uns in einige Kruxis hintern treten, Leute. Zellos, ich verlasse mich auf dich. Was redest du denn da? Naja, klar, verstehe schon, dass du dich auf mich verlässt. Vertrau mir einfach. Nein. Vertrauen? Na, ich hoffe es. Ja, ja, los doch. Schwing die Hufe. Der hat schon so oft heimlich mit sich geredet. Ich habe da nicht so ein gutes Gefühl. So. Weiß nicht. Nacht über Flanor. Lange Altesta Leben zu erinnern, gibt es noch einen Weg. Ein Ebene von Kael, ein Tetor, aber der Turm ist heiß, das Himmel. Gut. Er klingt auch schon ein bisschen nach finaler Kampf. Da ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, wann der letzte Kampf kommt. Hey, warst du schon mal hier? Okay. Ich habe jetzt irgendwie schon das Gefühl, ich sollte hier allmählich alles erkunden. Also der Name endgültiger Kampf wurde schon gefällt, deswegen haben wir den Typen jetzt eigentlich bezahlt? Nee, ne? Gott sei Dank. Mein 200 Gold, die kriegt dann eh. Ja, weiß ich nicht. Mach mal weiter. Der Geist regiert. え、そう言われると、だんだん寒くなってきた。なるほど。気持ちの問題ね。ああ。ええ、kalt. Also wie Monkey die Ruffy so. Es ist kalt. Merkst du das jetzt erst? Okay, dann Turm ist heiß. In Tetal, aber ne, jo, okay. Turm des Heils, ja, ich bin ja immer noch der Meinung, es wird ein bisschen besser angekündigt, wenn der letzte Kampf kommt. Jetzt auf der Abyss konnte ich nie unterscheiden, wann der letzte Kampf kommt, irgendwie, keine Ahnung. Am Ende gab es irgendwie so 3-4 verschiedene Wendungen, wo man immer gedacht hat, das wäre der letzte Kampf, dann ging irgendwie noch das Spiel 20-30 Stunden weiter. Deswegen.
Aber wir waren ja an einigen Orten noch nicht, zum Beispiel diese eine Stadt Exile, da konnten wir ja noch nichts machen. Also spätestens wenn wir da hingegangen sind, ich glaube, das ist die einzige Stadt, wo wir noch nichts machen konnten. Daran orientiere ich mich gerade so ein bisschen. Und weiß ich nicht. Sonst waren wir schon überall und haben irgendwas da erledigt, ne? Ich bin mir sowieso sicher, ich habe schon so viele Sachen verpasst, ne? Hier diesen Schwertinster hier. Den konnten wir zum Beispiel auch nicht erledigen. Weil der irgendwann verschwunden ist. Oh hi, na. Keine Chance, es ist blockiert. Wenn das so weitergeht, wird uns der Fluchtweg abgeschnitten. Hier kommen noch mehr. Leute, hier lang. Leute, gehen wir. Warum hilfst du uns? Jetzt da Yggdrasil die Wahrheit bei mich gekannt, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit euch zusammenzuarbeiten. Glaub nicht, dass ich euer Freund bin. Ich sage eigentlich, dass du eine ziemlich negative Einstellung hast. Na ja, egal, danke jedenfalls, dass du uns hilfst. Wir müssen los. Oh. Was? Wo sind wir denn jetzt? Oh, einkaufen. Oh, ja, einkaufen. Das bräuchte ich. Mein Geld wieder aus dem Fenster öffnen. Okay, Zitrus geht, weil ich brauche mal nicht so viel. Okay, ja. Trinke des Lebens, Wasser des Lebens an ihm. Also nicht, mehr nicht. Oh. Das ist eine Verarschung. Könnte nicht einer von denen mich irgendwie heilen oder so? Was ist das denn? So, ich nehme an, das war jetzt hier. Hier entlang ist es gefährlich. Okay, wir werden schon wieder. Okay. Wir sind schon wieder hier eingesperrt irgendwie. Super. Nein, deswegen glaube ich schon, dass das nicht der letzte Kampf ist. Okay. Ja, aber lass das mal mir. Ja, super. Tier überlassen? Was hast du vor? Ich habe mir schon gedacht, dass sowas passieren wird. Also habe ich bei unserem letzten Besuch ein paar Vorbereitungen getroffen. Klett, komm mal kurz her. Hm? Oh, okay. Bravo, Auserwählter. Ich habe sowas von gewusst. Von Anfang an. Bring sie her zu mir. Aber sicher doch. Ich habe sowas verkackt nochmal gewusst. Zellos? Was zum Teufel machst du da? Ach, halt die Klappe. Ich trete ins Lager der Gewinne über. Was ihr erreichen wollt, ist sinn- und zwecklos. Was soll's denn auch? Kret wollte sich doch schließlich opfern. Wisst ihr nicht mehr? Zellos, du Verräter! Ach, halt die Luft an, Leute. Hast du vergessen, was ich in Flanor gesagt habe? Ich halte mich an die Stärksten. Dich verraten, dass ich nicht lache. Zellos war von Anfang an unser Spion. Stimmt doch, Zellos, oder? Ist das wahr? Wer hätte das gedacht? Das ist nicht wahr, oder? Bitte sagt, dass sie lügt. Ich halte mich an die Stärksten. Ich muss euch doch nur gegen die Abtrünnigen und Kruxis abwägen. Du hast auch den Abtrünnigen Informationen zugespielt? Ich weiß es nicht. Du warst schon immer pervers, aber ich habe nie daran gezweifelt, dass du im Grunde ein guter Mensch bist. Na, vielen Dank, mein hinzenreißendes Zuckerpüppchen. Aber letzten Endes wähle ich diese Seite, weil Mythos mir versprochen hat, mich von meinen Pflichten als Mana-Auserwählter zu entbinden. Du hast es so sehr, der Auserwählte zu sein, dass du dafür deine Freunde verrätst? In der Tat, mein Leben war wegen dieser Auszeichnung noch ein totaler Witz. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Ich kann kaum erwarten, bis Celis zur Auserwählten wird. Du lügst. Ich vertraue dir noch immer. Hörst du? Du hast doch immer gesagt, ich könnte mich auf dich verlassen. Bist du total bescheuert? Gehen wir, Lady Pronyma? Oh, Mann. Leute. Entschwindet in nichts. Was?
Ihr? Was macht ihr denn hier? Das erklären wir später. Alle Mann bereit? Verdammt, in Gefechtsposition. Stellt ein Team 9 zusammen. Jo, jetzt haben wir zwei Gruppenmitglieder wieder leer. Mm. Ah, geht schon so. Oh Mann. Ist ein Boss? Custodia. Sieht so aus, ja. Das haben wir immer erstmal bekommen. Mach ich mal direkt mal mit ihm. Ein Proton, Dinge nicht sehr. Aha. Ein schwarzgefriedeten Engel. Ah, Twin Tiger weg. Tue ich mal ein bisschen einsetzen. Geil aus der Angriff. War einfach so ein paar Sachen hier mal eingestellt. Bams. Okay, irgendjemand ist im Overlimit. Ich glaube der Gegner, weil keiner von uns leuchtet. Ihr kommt doch klar, ne? Nein, kann ich nicht. Indignation. Indignation. Sehr schön. Boah, geil. Sehr schön, wir haben Indignation. Den stärksten Zauber aller Zeit, finde ich. Und wir haben gewonnen, sehr gut. Ja, wart wie viele Erfahrungspunkte? Alles in Ordnung? Ja. Was macht ihr denn alle hier? Ja, meine Nachricht halten, dass ihr euch auf dem Weg in den Endkampf befindet. Beeilt euch und rettet Colette. Okay, seid vorsichtig. Ihr auch. Ist es noch aktiv? Sieht so aus. Gehen wir. Ja, da waren es nur 6. Zellos Verrat. Das war sehr überraschend. Es hat uns alle getroffen. Zellos の言葉が裏切り者の言葉だって。いちいち疑えばよかったのかい?違うよ。おちゃらけてたあいつの本当の気持ちに俺たち全然気づいてやれなかったんだなって。そうだね。今更遅いけど。ああ。こうなる前にもっとあいつのことを。いや、多分nicht die Szenen gesehen, die ich gesehen habe. Okay, wir haben einen Gegner, machen wir noch Platz. Dann speichern wir. Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn macht, aber egal. Oh. So. Jetzt mal Indignation ein. Ich will es nochmal sehen, mach's nochmal. Jetzt ist jetzt das ganze Spiel jetzt nur Indignation. Ein Zauber. Ah, ist der denn eine Vorlage zu werden? Komm her, die in Open Deckel zu füllen. Comfort to my lightning. Jetzt now indignation. Okay. Der Punch ist ja auch mal. Aber nein. Ist gut, aber jetzt lernen sie alle wieder was. Das ist aua, sehr gut. Ja. Trauben. Sehr gut. Überreste des göttlichen Baums. また木の根だよ。本当嫌になっちゃうよね。忘れたの?ここはあの大樹のあったところよ。その名残に違いないわ。え?じゃあこいつらって。心配いらないよ。こいつらにはそんな力は残っちゃいないさ。でもどこかに生き残りがいたらどうするの?植物って結構しぶといんだよ。 Okay, aber erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, nach diesem epischen Plot-Twist schon wieder machen wir hier einen Schnitt und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. Ich bedanke mich alles herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.